Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTumor wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von NSMBU. Und wir sind im Schloss von Peach im dritten Level und mal schauen, ob uns wirklich warm genug ist. Wer weiß, wir sind auf jeden Fall Eisblumen Mario und von daher sollten wir gegen die Hitze so ein bisschen ankommen. Und es ist so ein Level, okay. Gut, ich habe jetzt schon lange kein NSMBU mehr gespielt, ne? Da war ja die Switch, die rauskam, die ich mir gekrallt habe. Und da habe ich ein bisschen Bomberman den Vorrang gegeben. Aber heute geht ja weiter mit NSMBU. Vielleicht sogar schon das Finale. Ich bin mir nicht sicher, wie lang die Welt noch geht. Aber eventuell gibt es das heute schon. Mal gucken. So, okay. Ja, wieder schön designt, ne? Und, vielleicht kann ich hier rein. Ja, da wird es keine geheime Röhre geben, aber ich stampf trotzdem mal rein. Und kein Applaus, okay. Ja, vielleicht mit einem Koopa-Panzer. Ne? Wenn ich den reingeschmissen hätte, dann hätte ich bestimmt einen Applaus gekriegt. Und das ist hier sehr gefährlich. Wir sind instant down. Wenn wir da reinkommen, in die Lava. Okay, wie soll ich denn hier reinkommen? Dann muss ich ja quasi draufstampfen, aber das bringt nichts. Ja gut, vielleicht hat es was gebracht, mit dem Koopa-Panzer dagegen zu schmeißen. Dann wäre das Power-Up vielleicht nach oben rausgekommen. Ja, so muss es eigentlich schon sein. Alles andere kann ich mir gerade schlecht vorstellen. Und der Käfer geht down. Sehr schön. So. Oh, geht. Noch mehr Käfer. Diese Feuerkäfer. Ja. Gut, zweites Starcoin ist wahrscheinlich unten, oder? Ja. Ja, unten. Aber ich nehme den Checkpoint mal mit, ne? Denn dann bin ich immer gleich wieder zur Stelle. Okay, dann rennen wir mal rein. Ich weiß nicht, wie das Timing hier ist. Ich denke mal, es wird zwar schon anspruchsvoll sein, aber es wird gehen. Aber ich renne sofort los. Ja. Und ja, das. Ja, doch. Das kriegen wir hin, oder? Ja, doch, es wurde recht knapp. Okay. Da kann man durchaus schon mal sterben. Wow. Ich wollte eigentlich nur den Block aktivieren. Und wir haben jetzt schon die ganze Zeit Feuer, wieder eine Feuerblume. Ja, dabei habe ich mich so über die Eisblume gefreut. Aber naja. Man kann nicht alles im Leben haben und jetzt bin ich tot, oder? Ja. Jetzt wusste ich nicht, wo ich hin muss. Aber ich hätte einfach weitergehen sollen. Ja. Das wäre die Lösung gewesen. Ach komm! Oh Mann. Ich glaube, ich muss da einmal die Periode abwarten, sonst geht das nicht. Ach Mensch, jetzt wollte ich zu schnell sein. So, nochmal. Ja, doch. Jetzt bin ich in voller Geschwindigkeit da und jetzt schaffe ich es auch. Und ich habe sogar diesen komischen Block da bekommen. Ich glaube, der ist. Bringt mich zum Ende des Levels? Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwas wird es sein. Oder irgendein total overpoweredes Power-Up, ne? Keine Ahnung, ich will den Pilz. So, danke. Hier kommen wir nach unten, warum? Ach so, ah okay, so kriegen wir den Pilz nach oben. Ja, ich hätte aber auch hier einfach Walljumpen können, ja. Das wollte ich eigentlich sogar, aber okay. Gut, dann, ups, so, okay. Und jetzt muss ich doch hier wieder runter, ne? Ja. Einmal können wir schon. So, nochmal. Oh, das hat. Ja, doch, das hat gereicht, oder? Ja, okay, gut. Was ist hier drin? Ein Power-Up. Ja. Was ich in die Magma versenke, natürlich. So, ich bleib hier mal oben. Ich spinne einfach weiter. So. Okay. Und wir müssen uns beeilen. So, aber kein Problem. Kein Problem. Oh. Und müssen wir jetzt auf den drauf springen? Ich habe Angst. Ich habe jetzt mit einem Secret Rock gerechnet. Okay. Anscheinend müssen wir tatsächlich auf den drauf springen. Na gut, dann machen wir das mal. Ich hoffe, ich kratze jetzt nicht ab. So. Ich hoffe. Wehe. Ach, Scheiße. Ah. Man kann darauf ganz normal gehen, dann auf den. Mann, ich dachte, ich muss springen. Es passiert mit dem Mario Maker auch ab und zu, dass ich da drauf reinfalle. Oh, ich habe eine Ranke gefunden. Lulz. Das war jetzt Zufall. Oh, mit der dritten Starcoin. Oh, wie schön. Aber ich krieg die nicht sofort, oder? Nee, ich brauch eine Eichelpilz dafür, ne? Oder vielleicht klappt es mit einem Dreiersprung, aber ich glaube, den kriege ich hier nicht hin. Dieser Scheißviech. Nee, okay. Ja, mit einem Dreiersprung würde es gehen, aber ich glaube, der Anlauf, der reicht da nicht.
Scheiße, und wäre ich groß gewesen, hätte ich es auch geschafft, glaube ich. Ja, und jetzt ist die Ranke weg, selbst wenn ich dieses Power-Up hier mir hole. Oh Mann, ist das gemein. Na gut, dann weiß ich aber wenigstens, wo die Starcoin ist, die dritte. Und ja, der Pilz kommt, geht natürlich auch in die Magma. Super. So, ja, Pfeil nach oben. Ich bleibe jetzt hier. Und wir sehen uns dann gleich wieder am Endkäfer. Ah, okay, da ist er schon. Und, ah, ja, okay. Gut, so, wir gehen jetzt einfach drauf. Weg! Oh mein Gott, was ist das denn? Eine blöde Stelle hier. So, Käfer. Geh aus deinem Panzer raus und wenn du jetzt halt von der Lava nach oben getrieben wirst, dann kann ich auf dir stehen. So, geht doch. Ganz einfach. Oh, das war sehr, sehr komisch. Okay. Weiter geht's. Kriegen wir noch ein paar Münzen gesteckt. Aber die brauchen wir eigentlich nicht. Und im Hintergrund sehen wir schon das Schloss von Peach. Das ist sehr schön. Dass auch an sowas gedacht wurde. Und wir haben eine Schnapszahl erwischt, oder? Ja. Hey! Du kriegst jetzt Pilz von mir, oder? Oder vielleicht auch was Besseres, aber Pilz wäre cool. Eine Feuerblume, naja. Die ist nicht so gut. Ja doch, die ist besser als ein Pilz. Und wie viele Level gibt's jetzt noch? Ein oder zwei? Vor dem Finale. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich nehme mir mal so ein Power-Up, ne? Kann man ja machen. So, nehmen wir mal eine normale Eichel. Genau. Heißer Aufzug! Okay. Peach Schloss Castle. Okay, ist das jetzt ein Castle-Level? Ja! Okay, aber das ist definitiv noch nicht das Finale. Und ja, wir nehmen uns eine Eichelpilz und kriegen... und schnappen uns dann gleich die Eisblume. Na super. Das hat sich ja gelohnt und... Ja, das hat sich auch gelohnt und... Okay, jetzt kommt nochmal diese Mechanik zum Vorschein. Und wir müssen darauf achten, dass nichts sich uns im Weg stellt. Ja, geh doch noch weg auf die andere Seite, ja. Oh mein Gott, ist das dumm. So, okay. So, 0, 0, 0, 0, 0. Ach so, okay, okay. Oh Mann. Gamepad. Gamepad. Geh mal weiter, please. So, ich glaube, in die Röhren kann ich nicht. Ah, okay, und ich kann... Ah, ja, scheiße. Ja, den Fragezeichenpilz, den kriege ich auch nicht wirklich. Da wäre wahrscheinlich nur ein Power-Up gewesen. So. Okay, jetzt habe ich den Dreh raus. Ja, und jetzt weiß ich auch, wie das Gamepad hier funktioniert. Gott, ich hasse diese Bewegungssteuerung. So, Münze. Star-Coin, 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 Star-Coin. Star-Coin, die will ich haben. So, und ich will wieder runter. Okay, okay. Es geht automatisch runter. Sehr schön. Oh mein Gott. P-Switch. Brauche ich den? Okay, den brauche ich, den brauche ich. Ja, was soll das? Okay, okay. Es kommt wieder runter. Gott sei Dank, jetzt dachte ich schon, dass ich hier einfach so in die Lava geschmissen werde, aber zum Glück nicht. Eisblume. Okay. Bestimmt ist wieder irgendwo in der Wand irgendwas. Oder irgendwo brauche ich die Bomben. Ja, bin ich mir schon fast sicher, aber ich muss schnell hoch. Okay, das Zeitlimit ist hier relativ streng. Ja, also man darf hier nicht auf sich warten lassen. Und ja, da hätte ich den Peace-Watch aktivieren müssen. Ja, gut. Hätte ich nicht riechen können. Aber auch dieses Starcoin können wir uns dann im Stream relativ schnell holen. Ohne, dass ich lange suchen muss. Natürlich weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo die Starcoins sind, die ich nur so verpasst habe, ne? Und die ich eigentlich schon leicht hätte kriegen können. Aber das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. So, Red Coin Challenge. Ich will ein cooles Power-Up. Please. Please. So. Die Münze geht weg. Eisblume, okay. Gut, gut, gut. So, wo ist die dritte Starcoin? Die will ich schon ganz gerne haben noch. Und jetzt sind wir doch wieder schneller als das Feuer. Als die Lava. So, Bombe. Stört mich nicht. Ah, das... Oh Gott, ich bin blind. Ja. Aber gut, den Treffer, den musste ich halt kassieren. Ist auch nicht so schlimm. Hauptsache schon mal eine Starcoin weniger, um die wir uns kümmern müssen. So, ja, okay. Okay, okay. Und da ist auch schon das Ende des Aufzuges. Ist das auch schon das Ende des Levels? Wenn ja, war das ein schnelles Level. Und es sieht danach aus... Ja. Okay. Und mit der Bombe kommen wir an die goldene Fahnenstange. Auch wenn es die hier nicht wirklich gibt. Aber egal. Jo, sehr schönes Level. Und kommt jetzt das finale Level schon? Es sieht so danach aus immer. Ja, ja, doch, doch. Viel weiter geht's ja nicht, ne? Jetzt muss das finale Level kommen, ne? Und Bowser Jr. lebt noch. Alles klar. Und ich speichere natürlich. Ja.
Und die letzte Schlacht. Peach Schloss Castle. Okay. Jetzt kriegen wir es mit Bowser Jr. zu tun. Und vielleicht sogar gleich mit Bowser? Wer weiß. Aber nee, erstmal Bowser Jr. Okay, gut. Okay. Der kann hier Wellen schlagen mit seiner Stampfattacke. Ich glaube, wir müssen ihn besiegen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder einfach nur rennen. Geh doch! Ach komm! Jetzt hat er mich blockiert. Dieses ungezogene Kind. Und ich glaube, ja, ich glaube nicht, dass wir den besiegen müssen. Nee, ich glaube nicht wirklich dran. Weil es gibt ja auch 3 Starcoins und wenn ich ihn besiege, dann müsste ja das Level zu Ende sein und das... Glaub mich nicht, ja, natürlich... Ach, die Plattform kommt zurück. Okay, da war ich jetzt zu schnell. Andererseits habe ich gerade gesehen, dass wir 670 Sekunden haben. Okay. Vielleicht müssen wir ihn ja doch besiegen. So, wir machen jetzt ganz ruhig einfach. Und ich glaube nicht, dass wir ihn töten können. Nee. Aber ich bleib jetzt mal ruhig. Ich will nicht noch mehr unnötig sterben. Denn mir reicht das jetzt schon. Von den Toten hier. Okay. So, okay. Ja, hier haben wir eine Stampfattacke. Oder mit Bowser Jr. Vielleicht zerstört er die Blöcke auch. Okay, nur er kann die Blöcke zerstören. Alles klar. Mein Arsch ist nicht schwer genug. Shit. Okay. Och, und die möglichen Power-Ups, die zerstört er natürlich auch. So. Ja, jetzt warte ich ab, bis er angreift. Und hau dann ab. Ja. So. Mit der Ruhe geht doch alles. Okay. So. Easy. Ja, das. Also wenn man sich konzentriert und nicht zu schnell machen will, dann stirbt man auch nicht. Okay, ist da hinten noch ein Power-Up? Ich will es eigentlich schon ausprobieren. Ja. Ja, ein One-Up. Okay. Und nee, man kann ihn wirklich nicht besiegen. Alles klar. Aber ich denke mal, jetzt kommt dann ein Kampf mit ihm. Vielleicht noch ein Checkpoint. Ja, okay, ein Checkpoint. Und ich glaube, das ist das finale Level. Und ja, von daher mache ich das jetzt in einem Part, egal wie lange er wird. Und dann gibt es jetzt das Finale mit Bowser Jr., denke ich. Oder kommt jetzt doch Bowser? Okay. Hm. Das ist strange, dass ich Bowser Jr. nicht besiegen musste. Aber okay, gut. Dann besiegen wir halt jetzt Bowser. Und ich erwarte einen coolen Kampf. Aber ich glaube, ich musste nur auf den Block springen. Und ich kann es ganz einfach mit einem Walljump machen, ne? Walljump, wenn er nah genug dran ist, und dann drüber springen. Oder warten, bis er so hoch springt. Ja. Ich habe jetzt den Mario Maker Bowser leider nur im Kopf, ne? Na, ja, aber ich glaube, der reagiert so ähnlich. Beziehungsweise, ja, aber ich weiß es nicht. Er geht doch nicht so nah dran, dass ich über ihn springen kann. Ja, gut. Aber das war jetzt halt relativ einfach. Aber ich denke, das war es noch nicht. Nee, das war es definitiv noch nicht. Oder? Oder doch? Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Nee, nee. Das würde keinen Sinn machen. Das würde keinen Sinn machen. Mal schauen, was passiert. Ah, und da ist Bowser Jr. mit Kamek wieder. Ah, Kamek habe ich doch besiegt. Na naja, egal. Die leben alle wieder. Ja, die kann man nicht wirklich besiegen. Die leben immer alle weiter. Und Kamek setzt Magie ein. Und Bowser wird größer, oder? Wie in fast jedem Spiel wird Bowser jetzt groß, ne? Mal gucken. Peachy, hi. Ich rette dich. Ich rette dich, Peach. Ah, das Schloss ist jetzt ziemlich zerstört, ne? Das ist down gegangen. Hallo, Peach. Mario! Help me! Okay. Ich probier's. So. Okay, gibt's jetzt doch den Bowser Jr. Kampf noch? Okay, gut. Alles klar. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Aber den XXL Bowser, den habe ich ja schon erwartet. Mit Bowser Jr. gleichzeitig? Okay. Was muss ich machen? Erstmal warten. Kann ich jetzt auf den Bowser Jr.? Ja, jetzt kann ich. Ach, und ich kann in sein Klo. Okay. B. Ah, okay, kann ich jetzt auch diese Attacke auf Bowser machen? Ach, shit. Okay, aber ich lebe noch. Ich habe kein Power-Up verloren. Okay, mal schauen. Ja, okay.
Ich kann mir ja eigentlich auch hier wieder Zeit lassen, ne? Eigentlich. So. Jetzt haben wir das Klo. Und wenn der Bowser unter mir ist, dann zerstört ich ihn. ZR. Okay. Okay. Gut. Jo. Dann weiß ich jetzt, wie ich Bowser besiegen muss. Ah, hallo, hallo. Bowser! Oh Gott. Das dachte ich schon, er gibt mir keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Und zum Glück macht das doch. Ich hoffe... Okay, gut. Bowser Jr., komm her. Ich brauche dein Klo. Ja, und der Bowser, der kann nichts. Der wird jetzt gleich sterben. Aber ich denke mal, er hält 3 Treffer aus. Naja, Bowser Jr., komm. Komm, komm, komm. Da ist er. Mach deine Stampfattacke, die ihn nicht trifft. Bomben kannst du auch schmeißen. Ja, super. Das bringt dir nicht... Okay, okay, okay. Das Blöde ist, ich habe halt keine Feuerblume oder so. Ja, das ist mein letztes Leben. So, B. Okay, gut. Ich glaube, wenn ich im Klo bin, bin ich zumindest kurzzeitig unverwundbar. Was ist das für eine... So. Okay, gut. Ich habe jetzt Angst, ich habe jetzt Angst. Oh mein Gott. So, jetzt wird es doch nochmal spannend. Ich gehe davon aus, dass es dein letztes Leben ist. Vielleicht kriege ich noch einen Pilz. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. Nee. Krieg keinen Pilz. Krieg keinen Pilz. Nee. Oder kommt jetzt hier ein Pilz runter? Das wäre doch mal ganz nett. Aber nee. Überall wurde nicht mit Power-Ups gegeizt. Aber hier schon. Und was ist das? Mann. Der flog doch nicht so weit. Ach komm. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt mal einen Tanuki geholt. Beziehungsweise... Ein Eichelpilz! Und wollte ihn ja gerade so eben das zweite Leben abziehen, aber gut. Bowser dachte sich, nö, jetzt nicht. Und. Aber egal. So. Stimmt, brauche ich jetzt den Tanuki gar nicht. Warum sage ich jetzt mal Tanuki? Egal. Ich brauche den Eichelpilz bestimmt. Ja, okay, ich habe ihn gebraucht. So. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. So. ZR. So, töten wir ihn. Das ist das zweite Leben. Und ein Leben haben wir noch, hat er noch, und das sollten wir jetzt hinkriegen. Denke ich. Denn schwer ist der Boss ja eigentlich nicht. Springen wir so nochmal. Hallo? Ja, genau. Ich glaube, das ist so einprogrammiert, dass er da immer springt, sodass man immerhin noch eine Ausweichmöglichkeit hat. Das ist doch ganz nett. Okay. So, drittes Leben. Bowser Jr., wo bist du? Beziehungsweise er speit erstmal Feuer, okay. Lass mal ihm die Freude. So, aber jetzt könnte es. Der finale Hit sein. Ich gehe mal davon aus, dass er wirklich nur 3 Leben hat. Vielleicht hat er aber auch 5, ne? Aber ich gehe von 3 aus. So, Bowser Jr., komm her. Scheiße. Okay. Ja. Oh mein Gott. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Fuck you! Mit einer blöden Attacke. Okay. So, hüpf. Gescheit. So. Die Bomben nerven. Die Bomben, die fliegen hier auch wirklich komisch runter. Ah, egal, egal. So, letztes Leben. Diesmal schaffst du es nicht. Fuck! Okay, okay. Das Spiel macht das spannend. Das Spiel macht das spannend. Aber ich habe ja nichts dagegen. Gegen ein bisschen Spannung. Und, ja, ich bleib mal unten. Okay. So. Bob-Oms, die bringen nichts. Und jetzt greift er wieder an. Okay. So, und jetzt, bitte, Finale. Jetzt speit er wieder nach oben, Feuer. Okay, aber ich habe ja Zeit, denke ich. Ich hoffe. Ich habe ja Zeit. Na, nehme ich mir die jetzt auch. Jetzt macht er so einen Scheiß. Was zur Hölle? Okay. Ah, jetzt kann ich oben rein und ihn dann töten. Ja, jetzt ist er außer Puste. Und ja, er wollte mich zwar nochmal rauskicken, aber nein, er hat es nicht geschafft. Und das müsste jetzt das Finale gewesen sein, ne? Bowser Jr. lebt zwar noch. Okay. Wir bekommen jetzt nochmal eine dritte Form von ihm. Es wäre nicht untypisch, aber... Ich denke, jetzt ist es vorbei. Oder? Ja, Bowser Jr., der kann es doch gar nicht fassen, ne? Dass sein Vater gestorben ist. Aber der kennt ja auch wieder, ne? Okay. Bowser Jr. springt in die Lava anscheinend. Okay. Alles klar, alles klar. Und das Schloss ist wieder normal. Sehr schön. Oh. Und
Wir haben Peach endlich gerettet. Und was kriegen wir? Wir kriegen einen Kuss auf die Mütze. Nicht mal auf den Mund, sondern nur auf die Mütze. Und Mario freut sich. Ach ja. Wie immer halt, ne? Mario kriegt nicht wirklich etwas. Und Peach. Vielleicht irgendwann. Vielleicht in Mario Odyssey. Wer weiß. So, das Schloss sieht jetzt auf jeden Fall wieder schön aus. Und die Kuppellänge. Verziehen sich wohl mit Bowser Jr. Okay, und Bowser liegt hier noch rum, ne? In seiner vollen Größe, ne? Die er nur durch Kamek erreicht hat, ne? Ja, ja. Und er will jetzt da drauf. Das ist keine gute Idee. Nee. Und jetzt stürzen alle ab, oder? Ja. Und sieht man das auch? Ja, man sieht es. Kein FSK 18 mehr. Okay. Alles klar. Das Klo ist stark genug, um alle zu halten. Natürlich. Natürlich, natürlich. Aber das Luftschiff nicht. Ja. Das ist logisch. Aber egal, kümmern wir uns nicht darum. Wir freuen uns, dass wir Peach gerettet haben. Auch wenn wir keine Belohnung kriegen. Und die Toadies, die freuen sich auch. Und Luigi auch, obwohl er gar nichts gemacht hat. Aber dafür gibt es ja theoretisch den Multiplayer, ne? Und das sind jetzt die Credits, ne? Und wir können hier Münzen einsammeln, oder? Ja. Oder? Ah, genau, es gibt so eine Highscore auch. Ja, okay. Dann probieren wir das mal. Aber ja, ich habe schon ein paar Münzen verpasst. Aber egal. Ja, mein Fazit, war ein richtig cooles Spiel, hat mir sehr viel Spaß bereitet und es kam auch bei euch ganz gut an, ne? Aber das war mir natürlich klar. Ich habe mir New Super Mario Bros. U eben auch unter anderem ausgesucht, weil eben Mario Maker gut ankam und ich dachte mir schon, ja, okay, New Super Mario Bros. U könnte auch ziemlich gut ankommen. Und von daher dachte ich mir, wenn ich schon ein etwas anderes starte als Mario Maker, ja, dann probiere ich es mal mit denen. Ne? Und genau, das habe ich ja jetzt gemacht und das kam gut an. Genau, und das freut mich. Und ansonsten, Design war sehr schön, ne? HD-Texturen, ne? Also das war ein richtig cooles Spiel der Wii U. Sogar das Startspiel der Wii U, ne? Hat sich, glaube ich, auch, ja, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, ich glaube 4,6 Millionen Mal verkauft. Oder so. Oder? Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Na egal. Auf jeden Fall sehr oft hat sich das verkauft, ne? Und ansonsten, ja, hatte man halt das typische Jump'n'Run, ne? Und ja, ganz vorbei ist es noch nicht, ne? Ich werde jetzt noch die Starcoins suchen und die Secret Exits. Und das werde ich in einem Stream tun. Die werden dann auch online gestellt, als quasi Bonus-Part. Und genau. Und dann gibt's noch, ja, ich denke zwei, drei Parts, wo ich die, wo ich dann die geheimen Level wo ich die geheimen Level spiele, die ich durch die Secret Exits freigeschalten habe. Und dann, ja, werden noch die Spezialwelt Level kommen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, aber das wird durchaus, ja, insgesamt drei Parts, denke ich, füllen. Genau. Also ganz zu Ende ist es noch nicht. Aber, ja, wann es weitergeht, weiß ich nicht. Ja, und wann die Streams kommen, weiß ich auch nicht. Also, fragt mich danach. Aber das wird relativ spontan irgendwann sein. Genau. Und ansonsten, richtig cooles Spiel. Wer das auf der Wii U nicht hat, sollte sich das vielleicht nachholen, ne? Gibt's, glaube ich, auch für 20 Euro gerade im eShop. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall nicht so günstig, nicht so teuer. Nicht mehr. Aber jetzt ist natürlich der Fokus auf die Switch gelegt, ne? Und die Leute sparen natürlich auch auf die Switch. Ja, und vielleicht gibt es auch irgendwann ein Mario Bros. Switch, ne? Wer weiß. Wobei ich ja eher auf ein Mario Maker 2 für die Switch hoffe, statt einem Mario Bros. Aber auch so ein Mario Bros. Kann man ganz gut mal machen, ne? Genau, und die Credits gehen doch etwas länger, als ich dachte. Aber die könnten jetzt mal so lang sein, zu Ende gehen. Genau. Ja, wir summen einfach mit. So, was gibt es noch zu erzählen? Ja. Genau, New Super Luigi U, das gibt's ja auch noch. Das werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal let's playen.
Ich weiß aber nicht wann. Ja, das kann sein, dass es relativ schnell kommt. Das kann auch sein, dass es länger dauert. Ich weiß es nicht. Und die Bonus-Challenges, die es hier gibt. Ja, ich denke, dass ich die nicht machen werde. Zumindest nicht in normalen Parts. Vielleicht in einem Stream mal, wenn ich Lust drauf habe. Aber so tendenziell mache ich die nicht. Genau. Und hier ist das Ende. Sehr schön. Also ein richtig cooles Spiel. Sollte jeder mal gespielt haben. Und wir sind beim Eichenhain klein. Und herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Und ich habe einen Stern bekommen. Genau, ich glaube, man kann bis zu 5 Sterne freischalten, wenn man bestimmte Sachen erledigt. Und die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Spring einfach in eine der Röhren und probier's aus. Okay. Die schaue ich mir an. Und das ist die Sternenwelt, oder? Genau. Aber für die Sternenwelt brauche ich die Starcoins. Genau, hast du schon alle Sternmünzen gesammelt? Genau, die brauche ich dafür. Damit ich da weitermachen kann. Und ja, speichern. Ich will immer speichern. Genau, und wir schauen uns mal die geheime Insel an. Genau, das ist die Sternwelt und das ist die geheime Insel. Gucken wir mal, was da ist. Ein Toadhaus. Mal gucken, wer uns hier erwartet. Oder? Okay, anscheinend niemand. Lesen. Okay. Ach so, okay. Man kriegt hier Statistiken. Alles klar. Ja. Ich bin ja mehr oder weniger schnell durchs, schnell durch die Level gerannt, ne? Und hab's eher schnell gemacht, ne? Aber, ja. Es gibt 3 One-Up-Monde? Es gibt Monde? Wusste ich noch gar nicht. Okay. Die sind dann wohl super schwer versteckt, ne? Und ja, hier sieht man, dass ich Baby-Yoshis mag, ne? Ich habe 9 Level mit einem Baby-Yoshi erreicht. Das ist doch ganz gut, würde ich sagen. Ah, geschnappte Mopsies. Ja, ja. 2. Wenn man alle gesammelt hat, kriegt man auch einen Stern. Und genau. Ausgelöste Zielfeuerwerke. Na gut, das kann man als goldene Flaggen ansehen, oder? Ich denke schon. Erhalten Applaus 129, ja. Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, aber wie gesagt, ich bin auch mehr oder weniger schnell durch die Level gegangen. Und ja, ich würde sagen, mehr gibt's hier nicht. Nee. Das war's dann für den finalen Part. Jetzt kommen dann irgendwann noch die 2 Streams. Und dann noch 3 Parts mit den Sternenleveln und mit den Secret Exit Leveln. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Und genau. Ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Euer Blöx2 und ciao!